fertig machen. So, wunderschön geworden. Bitte, schnell mal noch ein bisschen spielen hier. So, Anweisung zu den Siegeln. Anweisung zur Erforschung der Siegel. Wir wollen uns nicht zufrieden geben mit der Art, in welcher das dämonische Wesen uns in der dritten Sphäre begegnet, denn so wie wir es rufen, entspringe es einem. Findest du überall gar nicht, dann hat die sie gut versteckt. Denn so wie es rufen, entspringt es einer Form in unserem Geiste mit den Fähigkeiten, die wir für es erdenken und ihm anbefehlen. Über was wir Kontrolle erlangen, soll uns keine Kraft einziehen, sodass es nicht Kontrolle über uns erlangt. So streben wir permanent zu binden, was uns dienen soll. Wir müssen kennen, was wir beherrschen und uns schützen vor der Macht, die uns eigene übersteigt, sodass sie sich nicht gegen uns wende. Von jeder Macht, welche wir einen Dämon verleihen... Ich war bis gerade war doch gar nichts. Von jeder Macht, welche wir einem Dämon verleihen, muss zuvor sichergestellt sein, dass wir sie persönlich unterdrücken mit einer permanenten magischen Installation. Nach derzeitigem Stand der Forschung unserer Gemeinschaft ist der Dämon innerhalb des Bannkreises zu belassen, um ihn mit Hilfe von der 5 Siegelsteine schwächen zu können. Längerfristig ist Ziel der Forschung, die arkanen Siegel in Form einer magischen Fessel anzubringen, um den kontrollierten Wirkungsgrad des Dämons zu erhöhen und für deren die Erschaffung weiterer Siegel. Zu diesem Zweck sei die Forschung an den Siegelsteinen in gesonderten Laboratorien in den Nebenräumen unserer Forschungsebene fortzusetzen und, wenn erforderlich, durch entsprechende Schutzmaßnahmen verschlossen zu halten. Oh je. Hat jetzt euch auch noch Steine selber herstellen? Okay. Also. Hier ist noch Feuermoos. Ei. Hab ich überhaupt schon Feuermoos hier? In dem? Ich mach das schon. Spiel? Aber sicher. Okay. 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 Weiche! Ein Wasserspeier. Was haben die? 23. Komm schon!
Ei, dahin. Dort lang. Ich eile. Was? Ja. Klarum Burum. Na, wo hast du dich versteckt? Deine Schwester hat dich gesucht. Bitte? Ja? Los! Na? Was? Was?
Okay, die macht denselben Schaden. Dann brauche ich sie nicht. Ja. Ja. Zweihandhieb. Ja. Mal ausprobieren. Er hat allerdings kein Schild, ne? Tja, sollte erstmal so halbwegs stimmen. Ach, das sind Knochen und das sind. Ja. Also Waffenfett habe ich noch. Ja. Heiltrank noch so ein bisschen, ne? Wundpuder, Brandpulver, Wandsalbe. Okay. Ja. Weil ich dich so gerne mag, häng ich dir vom Apfel ab. Das war jetzt doof. Wir sind komplett verstreut, ne? Oh!
zusammen. Ja? Folgt mir. Ja. Haha. Hoho. Komm schon. Okay. Ja? Ja. Na? Ja. Balsam Salabunde. Ja, ja. Reichlich muss ich noch erforschen. Ja.
Was? Eola. Ja, aber sicher. Gut. Ich mach das schon. Los. Hoho! Angriff! Fulminictus! Komm, komm! Ja! Ja? Ei? Aber sicher. Gut. Ja, oder ich höre dir zu. Aber sicher. Sei ruhig. Ja, hab ich schon gesehen. Ich bin ja nicht blind. Ihr seid ja wieder freundlich miteinander. Ja. Schon erledigt. Jetzt weiß ich wieder, woher ich den Mann kenne. In Havena war er Hofwissenschaftler meines Namensvetters Kuano Ibenai. Bis vor zwei Götterläufen sein Labor abbrannte und es hieß, er sei tot. Siegel des Fluchs. Dafür ein Dämon in der dritten Sphäre nicht alle Gesetze der Wissenschaft Anwendung finden, kann er viele Gegner durch übermenschliche Kraft und Geschwindigkeit übertrumpfen. Zusätzlich ist es uns gelungen, dem Dämon die Fähigkeit zu verleihen, dem Gegner mit seinem Geist schon vor seinem Tod einen Teil seiner Lebenskraft zu nehmen und ihn so müde und schwach in den Kampf gehen zu lassen. Dies Siegel kann den Effekt negieren. Und noch nicht geklärt ist, was mit der verschwindenden Lebenskraft geschieht. Eine Kombination der Protoglyphen-Siegels der Kraft könnte diese Energie möglicherweise dem Dämon direkt zurückzuführen. Papa, ja, bitte. Gehe ich heute in den Kindergarten? Nein. Gehe ich heute in die Schule? Nein. Hab ich doch gesagt. Ja, woher soll ich das wissen, wenn heute Donnerstag ist? Ist morgen in die Schule? Es ist Feiertag. Ist morgen in die Schule? Ja, oder? Ja. Ja? Es ist Feiertag. Ja, heute ist Feiertag und morgen ist Brückentag. Gut. Brückentag? Ja, so nennt sich das. Geht man dann über alle Brücken? Ja, genau, da muss man über alle Brücken gehen, ansonsten hat man nicht frei. Eola. Ich glaube. Nein. Giftig. Siegel der Präsenz.
erschreckt schon der bloße Anblick der Gestalt eines Dämons den Unwissenden so verstärkt. So verstärkt sich jener Effekt durch eine magisch gegebene Präsenz der unbändigen Zerstörungswut, der man sich kaum entziehen kann. In seiner Aura zu kämpfen heißt, die Waffen weniger festzuhalten, den Streich nur zögerlich zu führen und sich mit Gliedern taub vor Angst zu schützen. Natürlich leiden Betreffende den Dämon nicht so Mut. Was? Natürliche Leiden betreffen den Dämon nicht und so entmutigt den Gegner auch der Anblick einer Wunde, die nicht blutet. Ja. Das Siegel kann dem Dämon seine Präsenz nehmen, jedoch bleibt die furchterregende Gestalt. Überlegungen bestehen, dem Dämon zusätzlich eine harmlose Äußerst zu verleihen. Entsprechende Formen sind in Arbeit. Zu diesem Zweck kollaborieren wir derzeit mit dem Erschaffen des Siegels der Magie. Okay. Okay. Aber Papi. Es ist nicht hier. Ja. Warum? Das ist die Mama direkt wieder sauer. Wurscht. Ich bin immer der Idiot. Wisst ihr das? Ich? Doch. Doch. Hast du schon Zähne geputzt, Ronja? Dann. Hast du schon Zähne geputzt? Auch noch nicht. Ja, dann. Mach das mal. Überlege ich mir noch. Ja! Angriff! Was? Komm schon! Okay. Ja.
Was? Hi. Das ist gespickt mit Fallen hier. Da ist der Rest. Okay. Er ist tot. Oh nein, das hatte ich gerade noch gesehen, ja. Schwere Wunde, Gift, Wundbrandgift ist das. Noch vier. Okay. Das war knapp. Da habe ich nicht wirklich aufgepasst. Ei? Clarum Purum. Clarum Purum. Clarum Purum. Clarum Purum. Dankeschön. Oh, heute scheint die ganze Zeit die Sonne. Ja. Nee, soll nicht.
Po. Ja, komm mal her. Ja, das ist im Moment. Ja. Das steht nur, weil wenn man oben im Bett liegt und die Rollleine runter hat, kann man das ja nicht sehen. Mhm. Ja? Eola. Guck. Wird gemacht. Aber sicher. Eola. Aber sicher. Hier lang. Dishes Blade. Hoho! Angriff! Es geht los. Dann mal los. Was? Ja? Was? Balsam Salabunde. Hm? Es ist hier nicht so schön. Hallo. Hallo, wenn das da so weitergeht, dann ist es direkt wieder bei mir, ne? Gehört? Komm! Hol die Nektar!
Ja. Dahin? Ja, ich mach. Ich mach. Xenia? Xenia? Okay, so funktioniert das nicht, ne? Hallo? Komm, komm!
Komm schon! Ja. Ich mach. Siegel der Kraft. Um die Manifestation des Dämons in der dritten Sphäre im Kampf von Dauer sein zu lassen, ist es uns gelungen, seine Lebenskraft zu erhöhen. Ihm die Fähigkeit der schnellen Regeneration nach der Erleidung von Wunden zu verleihen und ihn zu einer mächtigen Waffe zu formen. Das Siegel kann diese Kraft wieder nehmen. Hier sei beachtet, dass die Verstärkung der dämonischen Kraft auf jedwede Entität Auswirkung zeigt. Auch ein ohnehin starker Dämon, etwas aus dem Dämon des Xarfikes, ist davon ohne Einschränkung betroffen. Eine Abstimmung auf die Ausgangskraft eines Wesens ist gestanden. Weitere Forschung. Blablabla. Verschlossen. Okay. Aber so. Was haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4. Eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Zwei W plus 1. Alte Streitaxt. Siehst du, gerade bist du nochmal gesprungen. Minus 1. Hey, doch minus 1. Ja. Bärenzähne, tralala. Fallen habe ich denn?
Wurzeln? Was? Ja? Ja. Nee, Fallen habe ich keine mit. Ja. Hat auch schon 6, okay. Ei. Pfeile habe ich echt zu wenig mitgenommen, das war doof. Aber na gut. Okay. Bin ich hier einmal abgegangen, damit ich das auf der Map halbwegs vernünftig sehe. Oh, das geht eh schon nicht gut wieder. Ja. Ich bin vorhin schon ein Idiot. Was vorhin? Als ich gestritten habe. Ist ja noch ein Stück. Xenia. Ja. Regeneration ist da. Okay, kann aber auch mal gerade. Okay. Ich hab noch nicht gestartet. Doch, aber nee. Ihr zwei. Und wir starten, ihr zeigt noch mal. Ja, nimm's doch bitte einfach nicht so alles. Hab ich gar nicht. Ja, mit nicht. Hallo, Tablet. Warum ist denn mal hier? Ja. Wird gemacht. Ja. Ja. Was? Noch ganz wenig Zeit. Nee. Ja. Ja. Na? Ja. Ja. Thank you.
Ja. Drei und eins. Okay, der ist eh so komplett. Was? Zwei. Der hat auch zwei. Ich würde das, glaube ich, dem Vorgang geben. Der steht immer vorne. Xenia, dieses Gezeter. Das ist schlechter Empfang. Ja. Ich habe auch schlechten Empfang von euch. Regularien zur Invokation. Experimente mit außerfährischen Entitäten seien durchzuführen nur unter Leitung und Aufsicht des Meisters der Magica Conjuratio. Kontakt mit dämonischen Wesenheiten zum Zweck der persönlichen Förderung seien auf eigene Gefahr. Ziel der Gemeinschaft sei vielmehr die Erforschung dämonischer Eigenschaften sowie Möglichkeiten ihrer Stärkung, Schwächung, Bindung oder permanenten Kontrolle. Der Einsatz von Siegelsteinen in den entsprechenden Haltungen muss vor Aktivierung des Pentagramms erfolgen. Um den Dämon in die dritte Sphäre zu rufen, richtet man die Spitze des Pentagramms auf die Siegelsteinsockel aus und aktiviert das Pentagramm durch entsprechende Drehung der Platten. Lösung der Siegelsteine kann nur durch autorisierte Personen mit entsprechender Kenntnis folgen. Okay. Mir fehlt aber noch ein Siegel. So. Beschwörungskreis. Die Siegelsteine.
komm! Ja, hoffe ich auch. So. So, okay, Stündchen ist um, meine Frau ist wach, wir werden jetzt frühstücken. Pause machen wir zu Ende und damit bin ich dann erstmal raus. Ist das das? Ne, ist das Komplette. Okay, ich wünsche einen angenehmen Tag, wahrscheinlich bis später, da es regnet, wird nicht passieren, sondern gleich geht es dann irgendwann weiter, in einer, zwei Stunden oder so. Jo. Bis dann, auf Wiedersehen.